Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es Bratwurst in einer aromatischen, leckeren Zwiebel-Malzbier-Soße. Zunächst schneide ich 5 Zwiebeln in halbe Ringe. Dann steche ich grobe Bratwurst mit einer Gabel von beiden Seiten kurz an. Beim Braten tritt so direkt etwas von dem Fleischsaft aus und gibt der Soße noch eine aromatische Note. Die Bratwurst jetzt in etwas Fett von beiden Seiten richtig schön braun braten und dann herausnehmen. Die Zwiebeln in das Bratenfett geben und auf mittlerer Hitze langsam schmelzen lassen. Nicht zu scharf anbraten. Die sollen langsam karamellisieren, damit sich die Süße der Zwiebel entwickeln kann. Jetzt 2 Esslöffel Tomatenmark dazugeben, unterrühren und für ein paar Minuten mitschmoren. Wenn die Zwiebeln schön weich sind, mit einem Schuss Malzbier ablöschen und weiter braten, bis das Malzbier komplett einreduziert ist. Das Ganze jetzt mehrfach wiederholen, bis 300 ml Malzbier aufgebraucht sind. 2 Esslöffel Apfelessig dazugeben, 2 Esslöffel Worcestersoße mit frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer und etwas Salz würzen, je nachdem wie pikant du es magst, etwas mehr oder weniger Chili. Und ein Teelöffel Paprikapulver. Die Gewürze jetzt noch einmal für 2-3 Minuten mitschmoren lassen. Wenn dir meine Rezepte gefallen, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt und den Kanal abonnierst. 2 Esslöffel Barbecue-Soße mit in die Pfanne geben und 400 ml Malzbier angießen. Insgesamt habe ich für dieses Rezept jetzt eine 0,7 Liter Flasche Malzbier verbraucht. Je nachdem, was du für eine Barbecue-Soße verwendet hast, noch einmal abschmecken und eventuell mit einem Löffel Zucker und etwas Pfeffer und Salz nachwürzen. Die Soße jetzt auf hoher Flamme für 2-3 Minuten etwas einreduzieren lassen. Und in der Zwischenzeit den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. Die Bratwurst jetzt zurück in die Pfanne geben und in der Soße wenden. Die Zutaten schreibe ich dir wie immer in die Videobeschreibung. Jetzt noch für 20 Minuten in den Backofen und ein sehr leckeres Gericht genießen. Guten Appetit!